Die Jugend in der Krise. Derzeit ist es eine ganz ernste Krise für Junge, natürlich auch für Alte und Erwachsene, aber auch für Kinder. Die Kinder- und Jugendpsychiater schlagen Alarm. Die Zahl der Selbstverletzungen nimmt drastisch zu, aber auch die der Suizide. Und zwar nicht aus appellativen Zwecken oder weil man irgendwas unbedingt erzwingen möchte und dann halt eine selbstschädigende Handlung setzt, sondern aus einer echten Not heraus. Kinder und Jugendliche brauchen Dialoge, brauchen Interaktionen, brauchen Strukturen. Die Strukturen in unserer Krise derzeit sind völlig aufgequollen. Sie sind auch so, dass sie meistens in einem Umfeld stattfinden, was ohne die schon belastet ist. Also Eltern, die belastet sind durch die Krise, ein Homeoffice, wo man den ganzen Tag mit ihnen zusammen ist. Man hat die Struktur verloren. Es gibt keinen wirklichen Halt. Es gibt keine Auseinandersetzung. Und die große Gefahr ist die Sucht, die daraus entsteht, über soziale Medien mit anderen ständig zu kommunizieren, permanent. Man hat immer das Gefühl, man verabsäumt was. Man kann sich aber nicht mehr wirklich orientieren im Gegenüber, am anderen und mit den anderen was machen. Es gibt keinen regelhaften Ablauf mehr. Es wird auch alles ständig verschoben, geändert. Heute ist noch klar, dass morgen zum Beispiel etwas stattfindet, ein Treffen mit Freunden oder Schulunterricht, und plötzlich wegen steigender Neuinfektionszahlen ist das alles aufgehoben und es kommt eine neue Lockdown-Phase. Man ist wieder zurückgeschnitten, die Zeit vergeht und man ist in seiner Entwicklung gebremst. Selbstschädigende Handlungen, aber auch Suizidversuche, aber natürlich auch Suizide, haben immer zu tun mit unlösbaren, aggressiven Spannungen, die gegen das eigene Selbst gewandt werden. Die Frustration ist erschöpft, die Ressourcen sind erschöpft, man hat keinen Ausweg mehr. Und um überhaupt noch geerdet zu bleiben, wendet man diese Spannung und diese Aggression gegen das eigene Selbst. Auch die Depression ist ja im Grunde eine gehemmte Aggression, nimmt zu, manchmal auch in ihrer agitierten Form und insbesondere bei jungen Leuten, die ja sich aneinander messen, die voneinander lernen, die sich strukturieren miteinander, wo der Austausch so wahnsinnig wichtig ist und auch ein Stückchen frei vom Elternhaus macht, das fällt in diesen Zeiten alles weg. Es fällt aber auch die Struktur im Elternhaus weg, weil im Homeoffice verschwimmt dann alles. Die Kinder, die Diensttätigkeit, die man zu Hause tut, die Aufgaben, die man tun muss, die Spannung im Familiensystem, das alles bringt Kinder und Jugendliche an den Rand ihrer Kapazitäten. Dann gibt es so wenig Kanalisierungsmöglichkeiten für Spannungen, Sportmöglichkeiten, auch Sportmöglichkeiten, wo Aggressionen abgelassen und nicht gegen das eigene Selbst gewandt werden. Outdoor-Sportarten, die also in Gruppen engen Körperkontakt praktiziert werden. Das ganze Rangeln fällt weg, das ganze sich messen, auseinandersetzen, spüren, riechen, wahrnehmen. All das fällt weg und hinterlässt eine unglaubliche Lücke, eine bedrohliche Lücke, sagen uns Kinder- und Jugendpsychiater, weil die Jugend am Ende ist mit ihren Ressourcen. Ich sehe das auch in der Erwachsenenwelt als Erwachsenenpsychiaterin. Die erwachsenen Menschen reagieren ein Großteil bei Angst und bei Spannung und sonstigen Störungen mit Angst. Angst ist ein erlaubtes Gefühl, Angst hat man eigentlich vor sich selbst, man verlagert es aber hinaus, man kann mit anderen nicht mehr umgehen, man kann mit keinen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und man kann also sonst auch nichts machen, weil man hat einfach nur mehr Angst. Die Angst ist aber immer eine Angst vor Kontrollverlust letztlich, und dieser Kontrollverlust heißt, dass ich in meiner Spannung und in meiner Wut übergehe und irgendwas Unberechenbares anstelle.
Also die Hochsaison der Psychiater bezieht sich auf Depressionen, auf Angstzustände, aber auch so auf paranoide Zustände. Das ist natürlich in Zeiten wie diesen mit einem unsichtbaren Virus, mit immer wieder kreisenden Verschwörungstheorien, eine Zeit, wo sich das, was vorher vielleicht schon krankhaft im Ansatz entgleist war, komplett nach außen und ins Extrem radikalisiert. Radikalisiert im Sinne einer paranoiden Psychose. Man hat das Gefühl, dass man vernichtet wird. Man hat schon Zeichen gesetzt und gesehen, dass irgendetwas im Busch ist und so weiter. Also diese Leute suchen Psychiater auf, die in ihren Grundfesten erschüttert sind, die keinen Halt mehr finden, die auch im Außen keinen Halt mehr finden, weil sich ja ständig alles ändert. Und weil man wahrnimmt, letztlich nimmt man wahr, dass alle nicht wirklich potent handeln. Es kann aber auch niemand wirklich potent handeln. Das sind zwar immer großartige Forderungen, aber diese Forderungen sind schwer umsetzbar, auch wenn Kritik im Einzelnen durchaus berechtigt sein mag. Es gibt in Zeiten wie diesen nur eine Anpassung an gewisse widrige Umstände, optimalerweise auch mit einem Neubeginn in dieser Krise, etwas anderes zu lernen, etwas Neues zu lernen. Krisen sind immer Herausforderungen, Stolpersteine, man kann auch scheitern an ihnen. Suchtverhalten nimmt drastisch zu, wir wissen das, Alkoholismus nimmt zu, aber auch sonst Suchtmittelgebrauch so als vermeintlicher Spannungsmilderer nimmt zu. Aber man kann in der Krise auch durchaus etwas Neues für später lernen. Daran scheitern all die, die mit ihren psychischen Symptomen überfordert sind, die sich nicht mehr einpassen können und die von Angst überrollt werden. Und diese Angst kann auch mit dem Grund sein, dass man diese Spannung mindert, indem man die Aggression gegen sich selbst setzt und diverse selbstschädigende Handlungen verübt. Aber auch all die, die alles verloren haben, wo der Betrieb kaputt ist, die in Konkurs sind, die Jobs verloren hat, wo der Lebensstandard niedergegangen ist, die in der Ungewissheit leben, wie es weitergeht, haben den Sinn verloren. Sie wissen ja diesen Spruch, wer ein Warum zu leben hat, der trägt fast jedes Wie, und daran scheitert unsere Zeit momentan so sehr. Wir finden so schlecht Sinn, wir wissen, wir müssen da durch, wir wissen nicht, wie lange es dauert, welche Beschränkungen noch kommen. Es hält schon kaum mehr jemand das aus. Die Geschäftsleute und die Leute mit verschiedenst geschlossenen Institutionen verzweifeln. Künstler können gar nicht auftreten, um in irgendeiner Weise nicht nur sich selbst unter die Leute zu bringen, sondern den Leuten auch etwas zu bieten, weil die Kunst hat ja eine ganz wesentliche Rolle, auch in Zeiten der Krise, dass sie einfach ein Stückchen hilft, mit Humor, mit Kreativität, die Destruktivität in Grenzen zu halten. Das alles ist in Zeiten wie diesen, wo blanke Destruktivität einfach vorliegt, wir ständig mit Schreckensmeldungen konfrontiert sind, eine enorme Herausforderung, und leider trifft es, wie wir hören, sehr, sehr stark die Kinder und Jugendlichen.